Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Wenn man am Dienstag vor einer Plenarwoche in der Fraktion sitzt, dann ist man immer ganz gespannt, was kommt aus den anderen Fraktionen an Anträgen für die nächste Plenarwoche. Das ist immer ganz interessant, weil man natürlich wissen will, was in seinem Bereich kommt. Als ich den CDU-Antrag letzte Woche Dienstag das erste Mal gelesen habe, gedacht, 6 Seiten Wirtschaftspolitik, war ich damit durch und dann habe ich gedacht, Kraut und Rüben. So, dann habe ich einen Tag an die Seite gelegt, nochmal geguckt und habe gedacht, was soll das sein? Und dann habe ich mir den Spaß erlaubt und habe mal Kraut und Rüben gegoogelt. Ja? Dann kriegt man 416.000 Ergebnisse. Und dann habe ich gelernt, dass das aus dem 17. Jahrhundert kommt und den gemeinsamen Anbau von Kohl, Kraut und Kohlrüben seinen Ursprung darin hat. Das ist, um es auf den Punkt zu bringen, der höchste Erkenntniswert und der ganze, den ich aus Ihrem Antrag bisher gezogen habe. Und der Beitrag, den Herr Dr. Berchmann eben dazu geleistet hat, der macht doch eigentlich völlig deutlich, dass der CDU überhaupt jeder Ansatz von ernsthafter Analyse über strukturelle Probleme und Schwächen im Wirtschaftsbereich, was NRW angeht, fehlt. Er hat gesagt, seit 91 gibt es die Probleme. Dann hätte dazugehört, wenn man überhaupt nach vorne gehen will, dass man sagt, woher kommt das denn? Das kann man doch gar nicht leugnen, dass wir in Nordrhein-Westfalen gewisse strukturelle Probleme, Kollege Sundermann hat auch angesprochen, Regionen im Strukturwandel sind, seit Jahrzehnten haben. Das hat damit zu tun, dass 2 Millionen Vollarbeitsplätze in Nordrhein-Westfalen in den letzten 50 Jahren im Strukturwandel weggegangen sind. Über 600.000 Bergleute mit Mantelbeschäftigung, 1,3 Millionen. Und wer ein bisschen zurückkommt und auch weiß, was Stahlindustrie, Stahlherstellung, alles in Nordrhein-Westfalen für Standorte hat. Ich habe selber als Ingenieur noch in Dortmund bei Hösch gearbeitet, auf Kaiserstuhl gearbeitet, auf Zollverein gearbeitet, als das alles noch in Betrieb war. Wer weiß, wie viele 100.000 Arbeitsplätze weggegangen sind, der weiß auch, dass das Jahrzehnte dauert, bis sie den Strukturwandel hinkriegen. Und ähnlich ist es im Aachener Revier. Wenn man also nach vorne gehen will, dann muss man analysieren, woran es liegt und muss dann darum kämpfen, dass das aufgeholt wird. Es ist in NRW ohne soziale Verwerfung gelungen. Aber nach vorne muss man dann gucken, was sind die Kernbereiche. Und dann habe ich den Eindruck, ehrlich gesagt, Herr Dr. Berchmann, Energiepolitik in Nordrhein-Westfalen immer ein ganz entscheidendes Feld. Das fehlt bei der CDU völlig. Der letzte energiepolitisch strukturierte Beitrag, den Sie geleistet haben, ist vor 10 Jahren, fast 10 Jahren, 2007 der Ausstieg aus der Steinkohlefinanzierung gewesen. Das war das Letzte, wo Sie strukturell überlegt haben und mitgemacht haben. Seit 10 Jahren gibt es bei Ihnen eine strukturelle Schwäche in dem Bereich zu überlegen. Und dann lese ich mir den Antrag durch und gucke, was kommt denn in diesem Kernbereich der Wirtschaftspolitik von der nordrhein-westfälischen CDU dazu. Dann steht da drin, die CDU beklagt die willkürlich beschlossene Verkleinerung von Garzweiler II um ein Drittel der Fördermenge. Das ist alles, was Sie zur Energiepolitik strukturell zu sagen haben. Und das ist sowas von ärmlich, wenn man sich anguckt, dass der Vorsitzende der IGBCE, Michael Vassiliadis, einer der führenden deutschen Gewerkschafter, letzte Woche Freitag in Haltern am See die energiepolitischen Grundpositionen der IGBCE dargestellt hat und dazu gesagt hat, die Braunkohle wird noch 15 Jahre Geld verdienen und dann wird sie in Schwierigkeiten kommen. Und ich bin nicht sicher, ob der Mann nicht zu optimistisch ist, denn fehlt jegliche Betrachtung der CDU zu dem Sachverhalt. Sie positionieren sich nicht. Sie klagen darüber, dass wir Garzweiler verkleinert haben. Die Menschen, die wir da vor der Vertreibung jetzt geschützt haben, wären 2030 und später umgesiedelt worden, in 15, 20 Jahren. Das heißt, das Opfer wäre völlig unnötig gewesen, selbst nach Analyse der IGBCE. Nichts dazu von Ihnen, jegliche inhaltliche programmatische Diskussion. Sie wollen gerne in einem Jahr die Regierung übernehmen. Und Sie machen das, indem Sie sagen, zu allen relevanten Themen sagen wir nichts mehr. Wir brechen die Litanei unserer Standardforderungen runter, beschimpfen die Regierung und hoffen, dass es niemand merkt, dass wir damit eine Alternative eigentlich überhaupt nicht sein können. Das ist Ihr Weg. Lassen wir Ihnen nicht durchgehen. Und wenn man sich den Antrag weiter durchguckt, das ist ja nicht der einzige Bereich. Der Energiebereich ist nur ein richtig konkreter, für Nordrhein-Westfalen entscheidender. Alles, was nach vorne gemacht werden muss, fehlt bei Ihnen jegliche eigene Positionierung. Es ist ja nicht anders im Breitbandausbau. Der Antrag, ich gehe mal davon aus, dass der Wirtschaftsminister Sie gleich nicht loben wird für das, was da drin steht, aber wir werden es ja hören, aber das ist Schmalspur und nicht Breitband. Anstatt zur Kenntnis zu nehmen, welche Anstrengungen die Landesregierung macht, dass wir garantieren, dass das, was aus dem Bundesförderprogramm fließt, vom Land in der Kofinanzierung komplett übernommen wird und die Kommunen, die in der Haushaltssicherung sind und den Eigenanteil nicht aufbringen können, sollen keinen Nachteil haben. Auch dafür steht das Land in Garantie.
Das heißt, da ist ein erheblicher Schritt. Jetzt müsste man sich zusammen aufstellen und sagen, wo bleibt der Bund denn? Wo bleibt der denn? Kommt er mit seinen Richtlinien? Kommt er mit seinen Programmen? Er kommt nicht. Auch dazu nichts. Nur dieses Runterleiern Nordrhein-Westfalen schlecht machen und dann die Regierung ein Stück weit beschimpfen. Das wird nicht tragen auf lange Sicht, weil das muss immer auch Substanz in der Sache da sein. Und die vermisse ich bei Ihnen ganz tief. Herzlichen Dank. Vielen Dank.